Ja, hallo Freunde der Spielkultur, willkommen zum Warhammer 3 DLC von den Chaoszwergen. Ich habe es gerade ein paar Stunden im Stream gespielt und habe elendig versagt, weshalb ich jetzt einfach nochmal lokales direkt danach versuche, wo ich den Leuten gesagt habe, ich gehe jetzt schlafen, aber in Wahrheit kann ich gar nicht schlafen. Ich muss einfach nochmal diese Kampagne versuchen. Es war jetzt eigentlich zuletzt gar nicht mal so schlecht im Reiche der Unsterblichen mit dem... mit bei Chaoszwergen, mit dem Drazhoth der Aschene. Jetzt, wo man weiß, dass es auch gewisse legendäre Generäle gibt, beziehungsweise Helden, die man bekommen kann, wenn man dann bestimmte Sachen im Spiel macht, viel besser, weil dann weiß ich jetzt genau, was ich zu tun habe, weshalb dieser Run einfach 10-mal besser laufen wird als die Runs davor, die ich keinem zeigen werde, außer ihr guckt das VOD noch auf Twitch, aber ich habe also beschlossen, das auf legendär nicht hochzuladen. und lieber das hier dann später zu nehmen. Ich bin einfach mal gespannt. Wir gehen einfach in die Kampagne rein. Und gucken, wie es jetzt laufen wird. Also ich werde noch so ein Stündchen spielen, bevor ich ins Bett gehe. Aber es nagt so an mir. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, früher Imperium zu spielen, als das Imperium aufgrund der vielen DLCs so richtig am Arsch war. Wo die einfach von den Vampirfürsten so rucki-zucki abgenagt wurden. Weil einfach die keine Chance mehr hatten vom Balancing. Die wurden einfach immer wieder arschgefickt. Entschuldigung, ich meine immer wieder angepupst. Nee, pupsen ist auch. Pupsen ist auch schlecht. Weggenudelt. Weggekitzelt, würde man sagen. So, wir gehen erstmal mit unserem Helden rüber. Die Spezialmechaniken, ich werde sie nochmal ganz kurz erwähnen hier. Bei den Zwergen, dunklen Chaoszwergen, ist das so, dass sie unterschiedliche Ressourcen haben. Die haben halt eigentlich 4 Ressourcen, mit denen die arbeiten. Mit Gold, mit Rohmaterial, mit Ausrüstung, mit Konklaveneinfluss. Mit Gold kann man einige Gebäude bauen, aber auch Einheiten rekrutieren. Mit dem Rohmaterial, das ist halt eigentlich das, was in den Minen produziert, auch mit Hilfe von Arbeitern, beziehungsweise Arbeitskraft heißt es bei denen, was eigentlich aber Sklaven sind, die mit der Zeit auch sterben. Umso höher deine Kontrolle in irgendeinem, also in deinen Gebieten ist, umso weniger sterben bei der Arbeit, beziehungsweise umso weniger Arbeitskraft verlierst du. Die Ausrüstung benötigst du, um in der Schmiede gewisse Einheitentypen in der Anzahl zu erhöhen, dass du halt mehr haben kannst als 2 zum Beispiel in dem Bereich, dass die sind halt kategorisiert in unterschiedliche Bereiche, dann können die halt im Level aufsteigen und kriegen halt passive Fähigkeiten, die wir dann in der Manufaktur, wenn wir einfach hier die 90 investieren, dann bekommen die hier passive Fähigkeit Raserei und der Manufaktur können wir diese Fähigkeit hinzufügen. Wir brauchen jetzt aber 8 Ausrüstungseinheiten pro Einheit, die in diesem Bereich produziert wird. Wir sehen halt hier an der Seite sind halt die anderen Gruppen. Deshalb muss man immer ein bisschen überlegen, dass man vielleicht gerade genug produziert oder ob man gerade diese Fähigkeit braucht. Weil das kostet natürlich. Vor allem, wenn man es einmal anwendet, die Schmiede, muss man 3 Runden warten, bis man diese Schmiede wieder anwenden kann. Und die anderen Mechaniken, also wofür wir zum Beispiel diese Konklaveneinfluss brauchen und ja, das wird halt mit der Zeit kommen. Hier oben können wir die Arbeiter noch verwalten, beziehungsweise hin und her schicken. Dann kommt der Turm von Zar, der wird aber erst ab 75 Konklaveneinfluss verfügbar gestellt. Da versuchen Chaoszwerge Sitze drin zu bekommen. Ist wie ein großer Rat und mit jedem Sitz bekommen die einen gewissen Bonus. Und wenn, sage ich mal, eine Stufe vom Turm abgeschlossen ist, bekommt man so einen Gesamtbonus gegen alle Chaoszwerge. Also die Fraktion verstärkt sich selbst, umso länger sie halt überlebt, die unterschiedlichen Chaoszwerge. So, muss man eben gucken. Als erstes müssen wir definitiv die Hobgoblin-Einberufungslager bauen, weil man kriegt mit 8 Hobgoblins. Also man kriegt dann eine Quest, dass man mit 8 Hobgoblins einen gewissen Helden bekommt, der einfach echt ein bisschen over ist. Aber ansonsten wirst du es am Anfang nicht schaffen. Ich habe es jetzt 3-mal versucht ohne den. Es ist jedes Mal ein Desaster gewesen letztendlich, weil du kriegst keine zweite starke Armee aufgebaut ohne den. So, machen wir die Öffnungsschlacht.
Komisch, dass mein Bart so hart ist. Dabei habe ich heute ein. Nein, Moment, ich habe gestern. Gestern heute? Ne, gestern von euch aus gesehen ist gestern. Einen Reinigungsschaum gekauft für den Bart, der den eigentlich ein bisschen weichen sollte. Unsere Chaoszwerge Donnerbüchsen, Leute. Beziehungsweise, die schießen halt alle wieder gerade. Weshalb die in der ersten Reihe stehen sollten. Und auf den Feind erstmal feuern sollten, weil sie sehr viel Schaden machen. Und sonst haben die Chaoszwerge halt Ork-Arbeiter, Goblin-Arbeiter, was halt so der Abfall ist. Und diese Feuergeborene der Kadai, da haben wir gesehen, da gibt es zwei Einheitentypen, die man verwenden kann. Sind halt, geschmiedete Monstrositäten, würde ich sie einstufen. Gebundener Feuerdämon. Gebundene Feuerdämonen verfügen außerdem über physische Resistenz, Feuerresistenz, Immunität gegen Angst und Entsetzen. Diese Einheit kann in der Schlacht von Dämonenschmied durch die Fähigkeit Neuschmieden wiederhergestellt werden. Diese Einheit kann Stadttore angreifen, verursacht Angst. Direktschaden, Schaden pro Sekunde. Was mit euch? Weil die machen mit ihren Waffen richtig fetten Schaden. So, dann haben wir noch hier so einen schönen Terrorbebenmörser. Und habe ich den leider nicht gezeigt. Ich schwöre aber, er ist super toll. Leider mögen es unsere Leute nicht so sehr, ihre eigenen Leute anzuschießen. Hey, Goblins sind schon auf dem Rückweg. Ist halt das Problem immer, wenn du Einheiten hast, die gerade schießen. Deshalb, ich bin ein größerer Fan von Bogen, weil dann kannst du halt noch über deine eigenen Einheiten schießen. Machst halt ein bisschen Kollateralschaden. Zieht euch mal aus dem Bereich hier. Ich finde auch, dass die echt langsam reagieren mit dem Beschuss.
dass du wirklich lange warten musst, bis die mal abdrücken. Ich weiß übrigens nicht, warum mein Anführer jetzt so geblutet hat darunter. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber meisten Schaden haben halt die Zwerge gemacht. So, dann können wir die Arbeitskraft nehmen, Armee verstärken. Aber ich nehme die Arbeitskraft, die 86 Sklaven. Oder es ist ein Sklave, der 86 Arbeitskraft bringt. Vielleicht haben sie das deshalb so genannt. Ach ja, und wir haben Militärkonvois, um Rohmaterialien zu kaufen, Ausrüstung zu verkaufen oder mit Gold Arbeitskräfte zu kaufen. Arbeitskraft zu kaufen. So, Marschiererfähigkeit, dass wir Bewegungsreichweite noch weiter erhöhen können. Und bei dir machen wir Mobilität steigern, weil das halt seine beste Fähigkeit ist, warum der jetzt hier drin hockt. Mino. Let's wobble. Anu. Habe ich den jetzt mal eben zurückgeschickt, damit wir ein paar Zwerge noch dazu kaufen können. Und das wäre eigentlich die erste Runde. Mehr kann man nicht machen. Und wenn man mehr machen kann, dann ist das alles gescheatet und einfach Unsinn. So, weil wir das Gebäude gebaut haben, bekommen wir jetzt diese Quest, die Gordus Rückenbrecher Quest. Mit dem wir halt, wenn wir jetzt 8 Einheiten eines Teams vor den Hobgoblins machen, können wir Gordus Rückenbrecher bekommen als Helden und 500 Arbeitskraft dazu. Und man muss es halt einfach machen. Der ist halt ein massiver Buff für die Goblin-Einheiten. Man kommt anscheinend nicht drum rum. So, wenn wir eine Stadt erobern, müssen wir entscheiden, ob das ein Außenposten wird. Das ist eine Mine oder eine Fabrik. Oder halt normal das Ausrauben oder Niederreißen, was wir eh schon kennen. Eine Fabrik wandelt Rohstoffe in Ausrüstung um oder produziert Einkommen aus... Ich glaube, da ist dann auch aus Rohmaterial. Und eine Mine ist halt einfach nur der Abbau von Rohmaterialien. Und ich habe das so gemacht bis jetzt immer, dass ich die erste Sache, die ich erobert habe, habe ich zu Rohmaterialien gemacht. Also zur Mine. Und die zweite für Ausrüstungsproduktion in der ersten Provinz, weil ich dann halt alles abdecke. Da haben wir nämlich hier dieses Minengebäude. Ansonsten können wir hier nur bei Stufe 3, was ist das hier? Maximal Frachtkapazität für Konvois und Einkommen der Handelszölle erhöhen. Wobei, dich mag eh niemand. Auf Legendär mag dich keiner. Total Latten dementsprechend. So, du kriegst inspirierende Gegenwart, weil wir werden mit dir auch ein paar Einheiten verstärken. An sich, wenn ich den Gobbo-Herrn habe. Kann ich theoretisch. Ich habe jetzt gerade irgendwie versucht laut zu denken, hat aber nicht so gut funktioniert. Investiert noch die 1500. Na komm.
So, minus 10% für Arbeiter und Hobgoblins-Infanterie, Unterhalt. Dann machen wir die ausgehungerten Wölfe, dadurch werden die schneller. Hier oben haben wir nämlich dann die Hobgoblin-Quartiermeister, wodurch die Einheitenerfahrung plus 50% ist für die. Und dann wären wir da erstmal durch. Also die drei Sachen für den Start sind schon mal ganz gut. Jetzt stelle ich mich hier unten erstmal an die Grenze. Dann kann man nächste Runde die dunkle Festung angreifen. Links, dann haben wir die erste Provinz gesichert. Nehmen wir euch mal. Anu! Polmarsch am Anfang ist übrigens auch die Kontrolle zu halten in seinen Regionen. Das, diese Schwierigkeit kommt einfach daher, dass du zusätzlich wegen der Arbeiterbevölkerung. Es ist so geil, wie einfach. Wie die einfach vorbeigemodelt sind an. Ja, es sind halt einfach Sklaven, verdammte Hacke. Nein, es ist Arbeitskraft. Es kann alles mögliche sein. Es könnten ja auch Maschinen sein, die einfach auftauchen nach einer Schlacht. Isan Domitash. Ach, übrigens, weil uns keiner mag, mache ich auch das Diplomatiefenster nicht auf. Weil es bringt eh nichts. Also es ist da nichts zu tun. Einzige, was nachher dann sein wird, ist, dass ich die Karawane mal hier und da losschicke, damit ich einfach nicht von dem einen oder anderen Nachbarn aufgemischt werde. So, unsere Mine ist fertig. Das machen wir auch eben automatisch, weil ich dann so Zeit spare. Und hier bauen wir jetzt die Fabrik. So, Feind gefallen. Bin ich gerade ein bisschen verwundert. Eigentlich müsste die Fraktion davon nicht sein. Ja, ist sie auch. Alles klar. Da sehen wir übrigens auch die Unterschiede. Eine Mine wird mit Gold ausgebaut. Die Werkstatt wird mit dem Rohmaterial gebaut. Genauso wie hier die Büchsenmacher-Geschichte. Da gibt es halt Ausrüstung aus für. Und so hast du halt viele Synergien. Wobei ich diese Aufsplittung auf mehrere Materialien gar nicht so schlecht finde. Das soll eigentlich die ein bisschen ausbremsen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man mal wieder mehr braucht als nur Gold, um irgendwas zu machen. Wo ich auch früher eigentlich bei Total War Britannia zum Beispiel auch gut fand, dass du halt Bevölkerung hast, mit der du arbeiten musst. Oder du hast ja auch bei Three Kingdoms Bevölkerung drin. Zwar nicht so, dass du wirklich Bevölkerung rekrutierst, aber sie hat halt positive Effekte auf deine Provinz. So, die drei kann ich schon mal rauskicken. So, die Provinz hat übrigens rauchende Schlote, höhere Quote, Rekrutierungskosten, also als Erlasse. Also Kontrolle entweder, Einkommen aus Raffinerie, Ausrüstungsproduktion, Rekrutierungskosten reduzieren, Rang der Rekrutierung plus 2 oder Baukosten reduzieren oder die beschleunigen. Auch eine Besonderheit ist übrigens, man kann den Bau von Gebäuden beschleunigen. Pro Runde kostet das 100 Arbeitskraft. Also man
Tja. Man zwingt die Sklaven dazu. Und noch eine weitere Besonderheit ist, du kannst Arbeitskraft opfern, um die Kontrolle zum Beispiel zu steigern in einem Gebiet. Da kostet halt dann auch eine gewisse Menge an Arbeitskräfte. Zum Beispiel, das ist 200 Arbeitskraft für 5 Runden. Kriegst du dann einen Kontrollbonus. Ich glaube, sie ärgert, hier ist das Problem auch noch, dass das Chaos hier auf 100 ist. Wir sind ja Chaos-Zwerge, wir brauchen 100 Chaos. So, machen wir noch die plus 2 auf Kontrolle. Dann ist das auf jeden Fall erstmal gesichert hier vorne. Ich weiß nicht, wo ich hin soll mit meinem Kopf. Normalerweise habe ich mich immer eingeblendet, da war ich unten so leicht rechts. Hier oben verdeckt man auch so ein bisschen manche Einheiten-Stats. Könnte schlimmer sein. Wenn man sich übers Radar legt, kommt auch irgendjemand um die Ecke und sagt, warum bist du denn über dem Radar? Ich möchte sehen, wie die Karte da aussieht. Als wenn man nicht rauszoomen kann. Egal wie man es macht, man macht es falsch. So einfach ist das. So, ich habe mal eben die Kameraeinstellung verändert. Jetzt haben wir unsere Militärkonvois. Und ich werde jetzt einen rekrutieren. Gunst der Hobgoblins. Ja, nimm ihn. So, Goldzahn unten hat ein Problem mit mir. Alle haben ein Problem mit mir. Das ist das Problem am Anfang. Wollen die mich veräppeln? Warum bieten die denn alle nur für Waffensachen an? Für Ausrüstung? Warum schicke ich hier nur für 100 Gold los? Weil der aufklärt nach da unten. Wenn ich hier vorne, also hier oben kein vernünftiges Angebot bekomme, dann halt eben so. Hier sind übrigens jetzt Gaben drin. Super schlecht, super scheiße, weil die einfach nur auf die Eier gehen werden. Das müsste ich eigentlich den Held bekommen haben, oder nicht? Oder habe ich die falschen Einheiten produziert? Ja, da ist er. Godus Rückenbrecher. Und Godus Rückenbrecher trägt 2 legendäre Gegenstände. Verlustverstärkrate für die Hobgoblins wird erhöht. Und Dolch der Niedertracht. Der hat auch andere Boni. Globale Rekrutierungsdauer minus 1 für Hobgoblins und Hobgoblins Wolfsreiter. Dann hat er den Fähigkeiten auch noch hier lauter Verbesserungen für die Truppen und nicht nur schlechte. Auch da wird der Unterhalt reduziert von allen. Der hat hier die Möglichkeit, später Hobgoblin-Halsabschneider zu beschwören auch noch. Im Kampf. Und so weiter und so fort. Das ist halt schon ein ordentlicher. Stroll. Gafta Haskala.
Haben wir nochmal zwei Infanterieabwehr. Normalerweise habe ich jetzt einen zweiten Kommandanten ausgehoben, damit ich irgendwas habe, was halt mich verteidigt, falls die Oger im Süden mich angreifen oder sonst irgendwas in die Richtung. Aber wir müssen einfach mal gucken, wie die KI diesmal. Wahrscheinlich ist es so, weil ich jetzt einfach so aufnehme, also, ne? Offscreen, nicht live. Wird da gar nichts passieren. Alle lassen mich in Ruhe. Ich laufe einfach durch. Wird schon funktionieren. Weil es ist einfach der Vorführeffekt. Im Stream gibt es, glaube ich, irgendwelche bösen... Call me Lord Craventale. Weiß ich nicht. Menschen? Treaty Pact, Tretched Craventale. Die, weiß ich nicht, böse Rituale durchführen gegen mich. Während ich spiele und dann bin ich einfach erledigt. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Also schon irgendwo, aber nicht so, wie man denkt. Alternativ habe ich im Süden übrigens hier die Ritter von Kaledor auch als Gegner. Die mögen mich auch nicht so sehr. Aber da ist der Weg einfach weiter nach der Eroberung. Also ich hätte dann hier hinten rumlaufen müssen. Die sind beide in etwa gleich stark. Wenn man die Siegbedingungen guckt, sind das meine ersten Fraktionen, die ich vernichten soll. Das ist halt immer so ein Indikator für, okay, wo sollst du am Anfang hinlaufen? Sagt mir, knapper Sieg ist aber Unsinn. Gingen alle ins Gesicht. Ihr habt eigentlich Vorhutstellung. Truppen kommen eigentlich auch noch von der Seite hier. Überlege ich gerade. 1 Minute 58. Ach, da kommt nur der eine Typ angelaufen. Nee, dann ist eh egal. So, ihr habt Schleuderer. Wobei ich denke, dass meine Reichweite 130, Reichweite 120. Drashkazan Wakus!
Marshall Schlagdrang! Da haben die Skaven was beschworen. Die werden mir gleich richtig schön auf die Eier gehen. Wieder nach vorne, los. Ja, das war jetzt insgesamt kein Fehler hier. Da ist eine Lücke durch da. Wir können mich hier schießen von der Seite. Oh nein. Lock the drop shot. Grimas Grom. Hop Goblin Attack. Dogs out. The Kazakh. Kultas Hop Goblin. Run the boys. Aus da. Dalet Kastalan. Das Todesrad geht mir da unten ganz schön auf die Eier. Kajunkas, Abgrö! Dumle Trink! Hauptgoblet, Gülstockegan! Ari und Tazen! Ruset, Ulla, Elkramus!
Azad! Tehu Salazu! Oskala Fabrazio! Makas Grunzen! Mal ist alles toll da oben. So, die eine Seite hat versagt. Ich hasse einfach Skaven. Sieh's rock out! Backlang! Tehu Salazu! Diskurs! Askala Erkala! Komm, Sparrows! Springtime! Lass uns stock! Serie zu slouching! Du kannst die Moral von denen so oft brechen. Und am Ende stehst du da trotzdem wieder. Und kommt sich weiter gegen die. Weil die schon wieder umdrehen und dann wieder auf die Eier gehen. Könnt ihr mal bitte den feindlichen Helden töten? Bzw. den feindlichen Kommandanten. Shit, ich habe auf einen Trupp Wolfsreiter nicht vernünftig aufgepasst. Deshalb, ey, gegen Skaven halt Autoberechnung. Das ist, aber ich hasse es, wenn man so viel Autoberechnung macht. Biscuits! Gardas Backstabber! Drangy Boys! Slug Drang the Goods! Terrier to Slug Drang!
Hildem! Skrull! Wagt es euch jetzt, die Moral komplett zu verlieren? Isan Tarazgi! Brazo da Erpetuan! Filas, we ducky! Grandfara! Padalamada! Nash Patro! What? Cow Toggles Gates! Brazo da Erpetuan! Surround them! Hört ihr automatisch sprechen, hätte ich nicht so viel verloren. Wobei der Held von dem war das größte Problem. Und das Todesrad ist ein Riesenproblem gewesen. Dagegen habe ich halt keine vernünftigen Einheiten. Sonst waren bei mir die Wolfsreiter. An sich haben alle Einheiten bei mir gut durchgeballert. So, da gibt es mehr Rohmaterial. Du lernst Truppen auffüllen, was auch sehr vorteilhaft ist am Anfang. Und auch gern Kontrolle ausdehnen. Du steigerst wieder Mobilität. Minus 50% Reichweite für explosive Kugeln. Eingraben, verschanzt sich. Reichweite plus 40%. Ansturm abwehren, Experte. Fähigkeit Blendbombe. Explosion. Ach, der kann dann Schleicher werden. Ach komm, wir machen das mal mit den explosiven Kugeln. Das möchte ich mir nämlich gerne mal angucken. Makas da Drashkazad! Summas da Legeneras Asgore! Sogar eine Einheit verloren. Okay. Hatte ich so gar nicht mitbekommen. Anu! Legeneras. Dandma Abdarno! Ich glaube, wenn ich die Runde beende, kommt direkt die zweite Armee von den Skaven. Perhaps Clawpact possible.
weil die haben immer noch von der vom Stärkgang sind die über mir. Deshalb haben die auf jeden Fall eine weitere Armee und die wird jetzt kommen und mich angreifen. Wenn ich hier stehe. Die wird stärker sein als meine Armee. Und das ist der Abfuck an der Stelle. Oder lassen sie mir eine Runde Zeit. Was natürlich schlecht wäre, weil ich dann meine Armee vernünftig wieder aufgefüllt habe. Weil ist die andere Armee auch schon weiter nach Osten gelaufen, weil die eigentlich gegen den Chaoszwerg über mir kämpfen. Sehr schön. Danke, dass ihr mir eine Runde mehr Zeit gegeben habt. Sonst hätte das mich wirklich übel enden können. Qualuma, Legionaras. Wir müssen noch eine Runde warten. Das ist übrigens die Verteilungsscreen für Arbeitskraft. Du kannst auch angeben, dass neue Arbeitskräfte in die Einöde gebracht werden. Aber muss ja gerade nicht. Wir nehmen gerne den schwarzen Drachen in unsere Karawane auf. Ach Moment! Stopp! Lass gut sein, du musst die Ruinen nicht auskundschaften. Kalan Kazakhfleg! Minu. Anil dus dem. So, der haut einfach ab. Dann wird's. Oh, ist doch eine Armee da. Da werden wir die Belagerung da werden wir belagern müssen. Und wenn der da hinten mit der anderen Armee kommt, sind wir am Arsch. Drasov, Barrikad! Starsta Orki. Qualuma, Legionaras. No, Gracie, never run. Ja, egal wie weit ich jetzt weggehe, der wird mich trotzdem erreichen. Cannot, not. Anu! Das hasse ich schon wieder. Ich kann schon wieder kotzen. So, im Turm kommen wir jetzt übrigens ein Element, beziehungsweise Nahkampfabwehr erhöhen, einen Sitz nehmen. Meine Waffen- und Rüstungsunterstützung alle drei Runden. Zufällige Anhänger. Diplomatische Beziehung mit den Zwergen erhöhen. Das bringt mir aber nichts. Nochmal Waffen- und Rüstungsmodifikation alle drei Runden. Petasta Grungron! So, jetzt können wir 300 verlagern. Doch erlauben, dass hier welche kommen, weil wir haben ja die Minen hier gebaut und deshalb brauchen wir Arbeitskräfte. Jetzt sind wir wieder prozentual auf 100.
Mighty and Ich bin ganz froh, dass wir zurzeit immer noch nur einen Gegner haben. Das ist ungewöhnlich. Er kommt gar nicht. Ich werd bekloppt. Er greift mich nicht an. Nee, mach mehr Klingen sind immer gut. Tackles Matagulon. This was. Immer unten über die Grenze. Du hast ein Level abbekommen. Wodurch du. Komm, dann lernst du blutige Klinge. So, da können wir Rohmaterial umwandeln in Einkommen. Was recht kostspielig ist. Hier können wir für Ausrüstung eine Eisenhütte bauen, da können wir halt Magma-Kanonen und sowas aufbauen. Wobei ich wirklich glaube, ich werde Rohmaterial in Geld umwandeln. Anu! Beziehungsweise Kapital. Sumasta Ardudal! Golgreg Ital! Noch 800. Nochmal einen anderen Hobgoblin. So, dann machen wir nicht die höchsten Türme oder Arbeiterquote. Mal ganz kurz überlegen. Einheitenerfahrung pro Runde für Konvoi. Pracht für Konvoi erhöhen. Hafen habe ich im Moment nicht. Raffineriegebäude erhöhen. Nee, komm, dann machen wir das mit plus 1 auf Kontrolle. Und 50, 75 nochmal oben drauf. Hier werden 150 nochmal abgezogen. Ja komm, dann machen wir das auch noch mit. Wir können ja theoretisch auch einen Konvoi machen, um Ausrüstung zu verkaufen. Bei einem Nachbarn. Und Ausrüstung brauchen wir auch für manche Forschungen. An sich braucht man alles. Am besten hast du in allem positiven Wert und das wird schon laufen. Rotaugen. Rotzähne, neue Konvoiverträge. Durch die weltweite Verschiebung bei Angebot und Nachfrage von industriellen Gütern haben sich neue Konvoiverträge eröffnet. Das bedeutet, dass die jetzt vielleicht mal auch was Vernünftiges anbieten und nicht so einen Scheiß wie vorhin haben, die ganze Zeit. Weil vorhin wollten ja alle nur Ausrüstung haben. Das ist ja echt kacke gewesen. Anu! So, Dönerbüchse. Jetzt können wir den extra Pulver verpassen. Rüstungsdurchdringender Explosionsschaden, grundlegender Explosionsschaden, Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse, grundlegender Geschossschaden plus 30%. Also alles super Buffs. So, wir sehen, es fehlt uns an Arbeitskräften.
Unser Konvoi ist leider unterwegs, weil ich den so weit weggeschickt habe. Drarjarik! Cinderbrage. Wir können auch durch Plündern Gefangene nehmen in anderen Provinzen. Ich glaube, da werden Hinterhalt machen. Bleibt auf der Straße. So eine Großherde kommt, ist nicht interessant. Mehr Chancen auf magische Gegenstände. Aber als nächstes, dass wir Arbeiterquote hochziehen können. Ah ne, ich glaube, der ist bis nach da hinten gelaufen. Das ist der. Das bedeutet, dass die Siedlung leer steht. Anu! So, du bist jetzt Rang 5. Jetzt kannst du der abmurksendste. Dank seiner langjährigen Erfahrung ist Gordus der abmurksendste aller Abmurkser. Keine Frage. Einer hat eine Erfahrung plus 100 für Hobgoblins und Hobgoblins Wolfsreiter. Alle Einheiten in der Armee. Plus 100%. Und der Unterhalt wird reduziert. Moment, zurück. Mach das mit dem Eingraben. Und du machst hier mit den Schießübungen. Einheitenverstärkung. Möchte seine Verlustverstärkrate verbessern oder die Bewegungsreichweite meiner eigenen Leute. So, das wird mit Rohmaterial hochgezogen. Das Hauptgebäude vom Turm. Rang der Helden bei Rekrutierung plus 2 fraktionsweit. Der Kommandeure auch. Kontrolle plus 1 für alle benachbarten Provinzen. Ach so, machen die das. Kontrolle plus 5. Mit dem Hauptgebäude. Qualuma, les Generals. Da sollte ich einfach viel mehr Minen haben. So, erstmal Rundenende. Mal gucken. Also entweder kommt jetzt die Sklavenarmee von rechts oben zurück. Okay. Die habe ich nicht gesehen. Also war doch einer auf Hinterhalt getrimmt. Dann stand er nämlich da und hat eigentlich gehofft, dass ich da in den Hinterhalt reinlaufe.
Aber es würde bedeuten, dass der irgendwie, glaube ich, schon 4 Skaven-Armeen rumrennen hat. Nämlich da ganz, dann ist ja nämlich eine ein Stück nördlich von mir. Ihr kontrolliert den Sitz des Quartiermeisters im Turm des Zar. Ein magischer Gegenstand wurde generiert. Gewinnt 8 Schlachten, um das gravierte Zepter zu bekommen. So, Zuchtmeister. Mehrere Runden in einer Siedlung mit niedriger Kontrolle verbracht. Bonus auf Rüstung, aber keine Geschwindigkeit. Nimm du das mal zum Schutz. Bei dir ist das nicht so wichtig. Du bist nur unser Anführer. Ja, jetzt ist er nämlich durch den Tunnel durch und rüber gehüpft. No, address me as Lord Tretch the Very Brave. Then we talk titter. Bewertung der Ausgangslage. Horned Prophet. Chosen. Lord. The group. Harmony above all. Consider this meeting merely a stay of execution. Be on guard. Warum bin ich eigentlich so schwach eingestuft? Ich bin noch ein Knorke-Typ, ey. Schade, ich habe keinen Faulen dabei. Faule würden plus 3 Kontrolle bringen. Ich mache mir jetzt eine Billig-Armee. Na, nicht ganz so billig. Goblin-Arbeiter werden noch billiger. Wir können doch ein paar Hobgoblins nachher haben, aber erstmal einfach nur die billigen. Verkrümmen die sich wieder? Wieso? Eigentlich gibt es dafür gar keinen Grund. Die könnten einfach angreifen mit den beiden Armeen. Und die hätten das wahrscheinlich gepackt. What a Endrini! Anfa Agrimazu! Gomlech! Asumor Angas! Lok! Orks, 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 Orks. Think me fool? Anil dos dam. So, und ich komme mich aber einfach ran. Oder ich viele Verluste habe. Abdarnu Ardugan. So, mehrere Siege über die Skaven errungen. Plus 5 Führerschaft beim Kampf gegen Skave. Nahkampf für Hobgoblins, Waffenstärke für Hobgoblins. Er schießt mehr Munition und mehr Geschossschaden. Weicht aus. Nahkampfabwehr. Schnappt sie euch. Eigentlich ist das alles super.
Nicht nur einiges, ist alles super. So, machst du Schießübungen, dann verstärkst du mich auch die gleichen Einheiten, die wir gerade mit dem anderen verstärken. Das wäre nochmal eine Steigerung von 75 für 200 mehr Gold. Eigentlich will ich die Krieger gerade nicht verstärken. Verwundert, ohne Scheiß, meine Karawanen vorhin bei den Problemen, also bei den Matches. Also bei meinen ersten Versuchen mit dieser Kampagne waren immer, Karawane geht los, wird angegriffen. Karawane geht los in andere Richtung, wird angegriffen. Immer, immer wieder. Ich bin so verwirrt. Es ist wirklich, es liegt am Stream. Es liegt einfach am Stream. Es ist so ein abgefuckter Scheiß. Entschuldigung. Wir müssen das Problem leider mit Arbeitskräften beheben, weil wir, also es ist übrigens irgendein Goblin-Arbeiter in eine Maschine gefallen. Und wir können nicht in Schutzausrüstung investieren. Indem wir die Bewegungsfreiheit unserer Arbeiter einschränken, sollten wir solche Vorfälle in Zukunft unmöglich machen. Schutzausrüstung ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Impossible. Stupid. Gunas una dorma nuntu. Pascala undi. So, wegen dem Plündern verdienen wir gerade weniger. Hashut binda draskazad. Fala geetal. Wo auch immer gerade der. Ach, da unten ist er. Die plündern beide in meinem Gebiet. Cinderbrage, Minu. Jetzt habe ich ein Problem. Goldbreak, Ital. Der ist zwar abgehauen, aber die können mich jetzt von beiden Seiten. Natzen. Und keine Garnison oder sonst irgendwas unterstützt mich dabei, mich zu schützen. So komisch, dass die so passiv sind. Ja, jetzt fangen sie an. Takumkaru. Mich kurz überlegen, ist das nicht so, dass der im Gewaltmarsch war, keine Unterstützung bekommen kann in der nachfolgenden Runde. Also ich könnte theoretisch beide Skavenarmeen nacheinander erledigen. Ich opfere eine Einheit, damit der durchkommt, weil ich will diese Schlacht nicht machen. Wird die Armee angegriffen, kann sie sich nicht mehr zurückziehen, verliert die Armee. Gefechtseinleitung deaktiviert. Rekrutierung deaktiviert. Kampagnenreichweite 50%. Makazia Faumansi. Takals Matagulon.
Kazak! Moment, wir machen das einfach automatisch, weil wenn ich das mache, wird's richtig kacke. Dann kriegen wir einen Haufen von Arbeitskräften. Ich weiß jetzt nicht, ob die andere Armee abgehauen ist, oder? Razov ist Viktraza! Cinderbrage ist Tachresu. Ist auf jeden Fall weg. So, lernen wir die Sammelfähigkeit. Ja, komm, mach die erschießt die Fähigkeit. Warum sind die denn mit da drin? Die haben aber keinen Fernkampf. Egal. So, du lernst noch die Blendbombe. Victras! Utingaris! Anu! In die Stadt, dann kriegst du noch ein bisschen mehr Auffüllungsrate. Dumskalki! Sibartu da Baraza Hasut! Nein, ich habe kein Geld für die. Ja, die würden gleich versuchen wahrscheinlich Frieden anzubieten, weil die im Stärkeren jetzt so gefallen sind. Da müssen wir nachher mal gucken. Der eine ist wirklich einfach abgehauen. Wir müssen die Rebellion jetzt eh niederschlagen. Ja, ich habe für nichts Material oder Geld. Macht nichts, du kannst komplett durchlaufen und kannst Brom direkt angreifen. Komm, nehmen wir die 3% wieder Auffüllung. Level up. Und sie hat unser netter Typ ein Reittier bekommen, was auch Flammen spucken kann, glaube ich, war das. Auf jeden Fall ein paar ganz coole Fähigkeiten. So, das betrifft ja nur Einheiten ab einer gewissen Ranghöhe. Dann machen wir lieber die Führerschaft des Charakters und die Auragröße noch höher. Um 20%. Du hast inzwischen den Riesenwolf. Das Schicksal will es. Heimtückisch. Schleicher für Gordus. Hobgoblus und Hobgoblins Wolfsreiter. Damit habe ich Vorhutaufstellung für alle. Also alle Goblins. Angrat Victras!
Ich selbst mit Gewaltmarsch komme ich nicht mehr zurück, okay. So, die Rüstung ist schon ein bisschen angenehmer für dich. Irgendein Arsch hat mich rausgekickt aus meinem Sitz. Das geht leider von den anderen Fraktionen. Das kostet dann schon 64 für alle Einheiten. Deshalb lass es gut sein erstmal. So, mein Konvoi ist zurück auf dem Weg. Verfügt über mehr Geschossinfanterie. Waffen gegen Arbeitskraft. Waffen gegen Gold. Ausrüstung gegen Gold. Das war der Konvoi-Typ, der hat ein Level ab, direkt von Anfang an. Ich fasse es einfach nicht, dass es so mehr oder weniger sauber läuft. So, ihr wollt gerne ein Friedensabkommen machen, das habe ich schon erwartet, aber das muss ich ablehnen. Ihr habt noch eine Siedlung, glaube ich, und noch zwei Armeen oder so. Kann ich nicht. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, belassen wir es dabei. Auch hier meine zweite Provinz. Sind 50% Chance auf Hinterhalt. Wir haben schon wieder gleich Rebellion. Das Gutsein kann man uns nicht leisten. Warte ab. Machen wir das hier, um das Rohmaterial zu bekommen. Gormleth.
Strolden! Hat der einen Haufen Warpbohrer und all so ein Kram da rumstehen, ey. Nee, das bringt nix. Let's wobble! Ah, Skastal! So, mitten ins Gesicht. Geschossschaden explosiv plus 100%. Anfa Grimazul! Ula Stars! Nahi Tiwas! Ihr seid zwar nicht stark, aber ihr werdet einige Zusatzeinheiten. Das ist die nächste Aufstandsarmee. Rebellion! Rebellion! Die Einöde! Hilfe! Am besten greifen wir jetzt die Rebellen und die Skaven von oben an. Ist auf jeden Fall günstige EP. Wenn der Hinterhalt schief geht, wird die Armee auseinandergenommen. Von mir. Ja, Hilfe! Immer nur bis hierhin. Warum krieg ich einen magischen Gegenstand? Ich bin doch gar kein Quartiersmeister mehr. Oder vielleicht doch? Nein, bin ich nicht. Qualuma, Legionaras. Anu! For chaos! In! Darkness calls! Good, good. Das wäre okay. Most pleasing. Ein total. 13th Envoy. Warlord of this clan. Brauch ich nicht. No! Nirgendwo ist die Gefahr. Oh, Scheiße. Ich glaube, es sind einfach irgendwelche Entwickler, die über
Die schalten sich einfach in mein Game rein und wollen mich einfach nur verarschen. Dann spiele ich das einfach, wenn keiner merkt, dass ich das spiele. Und also ich verstehe es nicht. Weißt du, was das für ein Abfuck war im Stream? Und wir spielen trotzdem immer noch auf Legendär und sehr schwer. Und jetzt läuft doch irgendwie alles. Also klar, es kann immer noch was passieren, was mich voll abfuckt. Aber selbst die anderen Fraktionen, die mir vorher so richtig auf die Eier gingen, die machen gar nichts im Moment. Haschutbinder Drashkazad. Dromadrazul. Legionaries, Arak! Ta Legionaries, Gronet Kazad! Umkreise die. Ital Andrengi! Urula Wazok! Zibatu Ta Flag! Karawanenführer. Rekrutierungskosten reduzieren, globale Rekrutierung. Rang bei Rekrutierung. Das ist Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte, das brauche ich. Drungital. Was sag ich mit meinen Truppen unten? Was ist euer Problem? Warum könnt ihr nicht unterstützen? Weil da einer im Weg ist oder was? Dann schickt man den weg. Kadrin Lakas. Drasov Barrikaza. Wenn ich das mache, verliere ich. Ich weiß das. Deshalb machen wir das jetzt so. Und hier bitte auch nochmal einen Außenposten. Aschen. Trefferpunkte der Barriere. Ach, der hat eine Barriere von 600. Ausrüstungskosten minus 15% für die Überhöhung der Kapazität von der Kadai. Der Kapazität der höllischen Wachen und höllischen Eisenjünger. Also wir sollten erstmal gierig werden. Du gibst ihnen erstmal die heimtückische Fähigkeit. Wobei, war hier oben gerade was? Ne, das sind die normalen Verteidigungsdinger. 10% Schutz gegen Schieß mich tot. Zauberschaden und Geschossschaden. Dann werden die trotzdem zermäht von Geschossschaden. So, Mobilität steigern bei dir. Ach, ich habe ja das Produktionsgebäude eingerissen, weil ich so ein schlaues Kerlchen bin. Und jetzt würde ich das eigentlich ganz gut brauchen. So, wie sieht's bei euch aus? Ihr habt keine Siedlung mehr, aber angeblich seid ihr stärker als ich. Ich will ich einfach mal gegen eine Wand kotzen oder so. Erhöht bis die Kontrolle.
Ihr auch. Wir haben zu viele Arbeitskräfte in unseren Sklavenminen und Fabriken. Automatisierung könnte alles verbessern. Mit Molokke 164 Einheiten von mir getötet. Und flieht auch noch danach. Das stimmt mit dem nicht. Ja, Tarak Azul den Krieg erklären. Weil ich habe auch nichts anderes, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als mich von denen niedermetzeln zu lassen. Ich habe noch was zu tun vorher, bevor ich Tarak Azul den Krieg erkläre. So, schiebt mal die einzigen beiden ordentlichen Einheiten rüber. Wir sind nicht erledigt. Die verstecken sich noch irgendwo. Dann nicht die haben da im Schwarzfels sich ein neues Zuhause geschaffen. Call me, feel me. Yes, yes. See. Die Siedlungen sind immer noch null. Stärkerang 130. Lekash Migdal Anu Barik Rodol Globale Rekrutierungszeit minus 1. Auch nicht schlecht. Und Fasshard, Marsus Samit. Einfach mal los mit 100. Dann sehen die, dass wir nichts Böses ihnen wollen. Und vielleicht... Infest me. Wird das noch eine schöne Sache zwischen uns. Master of this clan. Lord of affirmation. Gut. Ich finde das die anderen Sklaven ja gut, dass ich mit denen Frieden habe, mit dem anderen Sklavenvolk. Beziehungsweise nicht Angriffspakt. Dass sie dann sagen... Die Zwerge lassen wir jetzt in Ruhe. Diese Chaos-Zwerge. Die haben das gar nicht so verdient, in die Fresse gekitzelt zu werden. Hat mein Zuschauer gesagt, du kannst nicht so harte Wörter sagen. Ich gucke das immer mit meiner kleinen Tochter. Das heißt schon lange her, die ist bestimmt jetzt schon erwachsen. Und benutzt wahrscheinlich schlimmere Wörter als damals. Aber als ich damals und heute... Bei Pubertät und so.
Ihr sagt mir immer noch, ich wäre Quartiersmeister, aber ich bin gar kein Quartiersmeister. Weil er vercheckt anscheinend, dass das übernommen wurde von jemand anderen. Oder kriege ich das auch, wenn jemand anders da drin sitzt? Nee, das würde ja gar keinen Sinn machen. Das ist nämlich das, was ich bekomme. Durch die Sitze, durch Bezirke. Das ist ein Bug. Anu! Legionaries, Arak! Legionaries, Krone, oh, ist auch eben so. Das sollte auch die letzte Armee gewesen sein von ihm. Fraktion vernichtet. Juhu! Und du hast ein graviertes Zepter bekommen. Wer hat das denn? Der Konvoi-Typ? Nee. So nicht. Bewegungsreichweite auf Kampagne ist was für unseren Boss. Cinderbrage. So, lernst du das noch mit den Aschen? Ich mach wieder das Doofe, dass ich halt nicht hier oben durchklicke, was einfach viel leichter wäre, als hier in jedem Einzelnen immer reinzuklicken. Inspirierendes Inferno, immun gegen Psychologie für höllische Einheiten, eigene Armee. Gut, dass wir zurzeit noch keine einzige höllische Einheit haben in der Armee, aber wir können sie einfach irgendwann mal haben. Doomless. Alles gut, alles gut. Drazov is Victrazan. Isancharas Ekital. Uz Eku. Hä? Erhalte ich diese Zahlung dann? Ich gebe das ab. Richtig. Ich erhalte keine Zahlung, sondern die erhalten die Zahlung. Und wenn ich abgelehnt hätte, hätten sie Krieg gegen mich gemacht. Die sind zwar am Arsch der Welt, aber man weiß ja, wie Total War KI Krieg macht auf Distanz. Wir schicken einfach eine Armee querfeld ein und die kommt sogar von der anderen Seite deines Stützpunktes. Wo gerade keine Armee von dir steht. Gummlech. Tariski. Das Trulgi. Indres. Strol. Darister. Isabkru. Dir Amahastala. Und ja, du wirst sagen. Cinderbrach. Pech gehabt. Entschuldigung. Wir folgen. Erfolge ein Attentat, verwundet oder tötet einen Charakter der folgenden Fraktion.
Ja. Kein Problem, wie viel Runden Zeit habe ich? Ich schicke da einfach jemand hoch. Was soll schon schief gehen? Geschenke an die westlichen Provinzen. Das war nicht freiwillig, Oger. Aber was erkläre ich euch das? Ihr habt nur Gehirne in der Größe von der Kastanie. Wenn überhaupt. Krieg erklärt. Imperiale Wachen. Ohne Grund oder Verstand. Einfach nur Standardabneigung. Die haben schon immer Abneigung gegen mich. Und plötzlich denken die sich, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, unsere Abneigung in Worte umzuwandeln und Krieg zu erklären. Im nachhaltigen Kampf. Mach Profite. So, welchen Sitz will ich haben? Anhänger oder Banner? Achso, Anhänger wäre aber auch die generellen Anhänger. Also er meint damit kein Talisman. Ihr meint alles, was halt mit dem Kommandanten mitlaufen kann. Doomskulki. Grumnaz una dorma nuntu. Izan domitash. Verwes. Soll ich jetzt überhaupt nochmal Zwerge mit reinnehmen? Oder soll ich es lieber alles mit den Gobbos machen? Erstmal. Die Führerschaft ist zwar schlechter, aber die Waffenstärke und die haben halt Giftschaden und die schießen halt auch ein bisschen rum. Und die sind halt günstig im Moment. Wird schon funktionieren. Eigentlich diesen grafischen Anzeigefehler rechts oben, dass Buckelberg und Silberpfeiler nicht eingefärbt sind in meine Fraktionsfarbe. Macht mich wahnsinnig sowas. Es muss einfach alles richtig sein und funktionieren. Der innere Monk von mir sagt, verdammte Hacke, das gehört doch zu meiner Fraktion. In der Übersicht wird es doch auch richtig angezeigt. Warum wird es hier nicht angezeigt? Warum wird das nicht eingefärbt? Die Benutzeroberfläche aus. Nett. Armeeflaggen verbergen. Dann sieht man seine Truppen ja gar nicht mehr.
Pergament an sich verbergen. Ach so, das ist die hier. Morangas, lock. Hashut Binda Drashkazad. So, kick den mal raus. Machst du lieber noch mehr Glitze. Militärpräsenz wäre plus 6. Stabilität kommt gerade von woanders her. Genau, bauen wir den Bohrer aus. Da kriegen wir Ausrüstung und Rohmaterial, wenn genug Leute gerade arbeiten. Kontrolle minus 2 in feindlichen Provinzen, in denen sich eine Armee befindet. Verbrannte Erde. Verbesserung für Chaoswerk in Infanterie. Um Erfolgschance für Hinterhalt. Hier kommen, machen wir erst die Smogwolf. Oder Kriegsdienst. Der Rekrutierungskosten auch. Reduktion. Das passt schon. Darf ich nochmal 200 Zeug hinschicken, um zu handeln? Freundlich verbessert sich. Es war der beste Zeitpunkt, jetzt mir Krieg zu erklären. Oh, die mir Krieg erklärt, die haben eine Siedlung irgendwo am Arsch der Welt und können überhaupt nichts gegen mich machen. Also klar, sie können schon, sie können einfach ankommen und mich angreifen, aber sie werden es doch eh nicht machen. Oh, ich glaube, da oben rechts sind sie schon. Nein, das ist jemand anders. Spiele ich überhaupt auf den richtigen Schwierigkeitsgrad? Ich bin total verwirrt. Dass das einfach funktioniert. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Wir haben 6 Stunden immer wieder Kampagne 3-mal neu gestartet mit der Fraktion. Und es war jedes Mal einfach ein Desaster. Und jetzt ist es nicht perfekt, aber ich sterbe auch nicht. Und meine Fraktionsmitfreunde sterben auch nicht. Die wurden auch so zerfetzt von der KI. Also was ist passiert? Das heißt die Mörserbatterie, die man einsetzen kann. Alle Armeen im lokalen und benachbarten Regionen. Verbessert die Armeefähigkeit Terrorbeben-Mörserbatterie.
face me on the battlefield. Stärke Rang 27 ist jetzt nicht so schön. Aber die haben, glaube ich, unten die Ogre kaputt gemacht. Aber Stärke Rang 13 ist noch schlimmer. Lord Ma- the dra- Submit. What do you seek? Ich fasse das nicht. Murder. Karawane der Rosen, die sind auch nicht gewachsen. Ich könnte gegen meinen anderen, gegen den anderen Chaoszwerg kämpfen. Der ist eh Kriegstreiber und aggressiv. Wir sind ähnlich vom Stärkerang und der hat auch keine Verbündeten. Der ist halt mit Goldzahn im Krieg. Und Goldzahn ist ja theoretisch schon auf dem Weg, mein Verbündeter zu werden. Mein bester Bro, mein Homie. Mein bester Mann. Tariski. Awanrag. Deb Agalu Tadra. So, ich weiß. Die Sklavenlage ist nicht perfekt, aber es wird sich ändern. Arbeitskraftlage. Treibjagd, verbrannte Erde. Durch Ausrauben. Nein, komm, Massenproduktion. Und wir werden jetzt nach der Runde aufhören. Und morgen früh werde ich diese Partie komplett zerstören. Weil, weiß ich nicht, ist einfach so. Das kann einfach nicht der Wahrheit entsprechen, gerade was hier läuft. Gibt ein bisschen Fracht ab für den schwarzen Drachen. Ich ärgere den jetzt einfach mal. Ich brauche Arbeitskräfte. Also plündere ich die mir vom Nachbarn. Guck mal eben runter, damit ich noch ein paar mehr Bogenschützen reinkriege. So, jetzt müssen wir doch nochmal Runden wechseln, damit gespeichert wird. Können wir mit der anderen Armee von der anderen Seite plündern. Ich glaube, das ist dieselbe Provinz. Nein, bevor ich jetzt irgendwas mache. So, an der Stelle machen wir erstmal einen Break. Dann werden wir es im Stream weiterspielen. Bis dahin, tschöle, danke fürs Zugucken. Lasst ein Like da, macht einen Kommentar und followt, falls ihr mich noch nicht kennt oder falls euch das gefallen hat, die letzten beiden Stunden. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschöle, euer Imperator. Und alles und SpongeBob ist der Beste.